Bei dem Zubauen der ganzen Geschichte. So. Ah, Moment. Ich muss hier mal hoch. Zack, zack, zack. Badababa. Fertig. Und zack. Okay. Das heißt, wir müssen mal da was rausholen. Und dann auf jeden Fall. Natürlich wird das hier alles aus Stein gemacht. Also, es wird halt wirklich eine normale, ganz normale Steinmauer mit Steintoren und Steintürmen. Nicht irgendwie Obsidian-Türmen oder sowas. Boah, bräuchten wir da lange für, das alles einfach nur abzubauen. Boah, nee, das könnte ich gar nicht ab. Obsidian abbauen ist, glaube ich, das Schlimmste, was man eigentlich machen muss oder machen kann. Ah, Cobblestone reicht, glaube ich. Allerdings fällt mir gerade auf, was ich noch... Entschuldigung, hatte ich gerade irgendwie Lust drauf. Ich stimme mich immer wieder, ne? Immer auf verschiedene Sachen. Passt. Was? Da oben bin ich nicht fertig. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub, das ist ja auch nicht wahr. Okay, dann haben wir diese Ecke ja erstmal fertig. Das heißt, wir brauchen nachher nur noch eine 3 weiter. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Also falsch. Sondern hier. Genau. Und 1, 2, 3. Und dann hier. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Das passt auch. Sehr schön. Denn hier wird jetzt natürlich ein gewisses Mauerwerk gebaut, was dann halt auch in gewissermaßen offen ist. Eben einfach dafür, dass auch Werk hier durchgehen kann, sozusagen. Ist ja nicht so, dass das Tor einfach dann komplett zu sein soll. Es wird einfach... Ja, ich hab mir überlegt, wie mache ich das? Soll ich da irgendwie eine Redstone-Schaltung reinbauen oder so? Oder wie mache ich das jetzt am besten? Dann ist mir halt diese Idee gekommen. Hopp, 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 hopp. Ah, das war zu weit. So, das darf höchstens... Jetzt muss man jetzt höher. Genau. Ihr werdet schon sehen, was ich dann damit machen werde. Jetzt muss ich erstmal gerade hier schauen. 1, 2, 3. So, dann kommt das genau hier entlang. Hier entlang kommt das Ganze. Hier werde ich dann natürlich zubauen und alles mit Erde ersetzen. Erde ersetzen. Ja, gut, ich weiß. So, und alles, was halt nicht dazu gehört, wird halt weggemacht. Da werde ich dann rundherum auch nochmal mit Cobblestone ausbessern müssen. Das heißt, ich werde nochmal viel brauchen. Aber gut, das müssen wir... Oh, da muss ich mir echt eine Möglichkeit überlegen, wie wir das halt alles abbauen. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie da irgendein Loch ausheben. So eine Grube wollte ich ja machen, so irgendwo so ein Steinlager machen kann. Da muss ich nochmal eine Ecke suchen. Ob ich das heute mache, ist fraglich. Ich denke mal, das wird nicht so sein. So. Ich fange jetzt hier aber noch nicht mit irgendwie irgendwas Wasserartigem an. Denn das wäre wahrscheinlich selbstkritisch für mich. Aber ich weiß ja wenigstens, wo ich nichts entlang bauen brauche. Das heißt, wir sparen schon mal die Erde und natürlich auch die Staufel, die wir dadurch dann abnutzen würden. Und ich hätte vielleicht auch einfach... Naja, ich hätte auch eine Axt mitnehmen sollen. Aber da ich jetzt keine Axt dabei habe, kann ich auch nur wenig aufschütten hier. Ist natürlich auch blöd. Aber naja, gut. Dann schütten wir halt jetzt so eine kleine Ecke auf. Ja, ich mach mal hier... Jetzt ziehe ich mal sozusagen die Grenze. Dann baue ich jetzt eher gleich da hinten, also da hinten baue ich dann gleich eher alles zu. Das heißt, wir machen hier wieder ein bisschen mehr Terraforming, auch unter anderem wieder. Einfach damit es hier langsam mal eben wird, mal auch hier außerhalb ein bisschen Gestalt annimmt, denn wir fangen jetzt langsam mit den Arbeiten außerhalb hier an. Das heißt ja, wir sind dann gleich soweit. Was heißt gleich? Wir sind dann bald soweit, den kompletten, ja, das komplette Abflusssystem hier zu machen. Oh, hoppala. Hoppala. Das hier kann ruhig Erde bleiben, damit habe ich gar kein Problem. Genug Erde habe ich ja dabei, so wie ich das sehe. Und wenn ich hier alles mit Erde zubaue, finde ich das auch wesentlich authentischer, als wenn hier jetzt... klar, so ein kleiner See ist natürlich auch nicht schlecht.
Aber ich finde, der passt halt nicht dann direkt an die Mauern ran. Das ist auch wieder irgendwie so. Nee, das passt bei einer Mauer nicht. Da, das würde mir dann wieder reinspringen ins Auge, wenn ich dann dafür sorgen wollte, dass hier alles wieder seinen gewohnten Gang nimmt, einen geregelten Gang nimmt. Oder dass hier auf einmal irgendwo Wasser rumschwirrt. Das muss ja nicht sein. Nicht, wenn ich hier Hausmeister bin, ja? Jetzt wird hier erstmal alles zugebaut. Das war es dann nämlich mit dem Wasser. Das ist natürlich blöd. Ich hätte natürlich auch hier von dem Wasser dann ordentlich was nehmen können für die Bauten. Aber ich weiß nämlich noch nicht, wie tief ich das Ganze machen werde. Ob ich 2 tief mache oder 3 tief oder doch nur 1 tief. Schauen wir mal, was mir dann halt besser in den Sinn kommt bei der ganzen Geschichte. So, ich baue jetzt einfach mal so. Oh, ja. Gut, dass ich so schnell geklickt habe, sonst wäre ich da jetzt runtergefallen. Das ist schon, ne, schnell klicken ist schon mal eine schönere Sache, wenn man das kann. Und wenn der PC hinterherkommt natürlich. Okay, also das hier ist jetzt auch soweit zugebaut, das ist sehr schön. Dann haben wir hier irgendwas, das muss nicht sein. Und dann müsste ich halt hier zum größten Teil mal was zubauen. Ja, das ist ein bisschen. Dann würde ich sozusagen diese komplette Ecke zubauen, dass es mit einer Ebene ist. Dafür bräuchte ich aber erstmal eine Axt, die dann müsste ich hier sehr viel Holz weghauen. Dann kann ich schon mal wieder anfangen, damit ich ein bisschen mehr Platz bekomme. Dann gleich mehr mitnehmen kann. Ich meine, uns mangelt es an Erde nicht. Und das ist es nämlich, uns mangelt es an Erde ganz und gar nicht. Deswegen können wir das auch locker machen, dass wir mal so einen größeren Bereich hier zubauen, um halt auch eine bessere Einfahrt zu haben, die ganze Geschichte hier. Ich denke mal, für diese Ecke hier wird es wohl reichen an Erde, die ich dabei habe. Und wenn nicht, gut, dann kann man ja immer wieder auffüllen und so weiter und so fort. Aber das wird dann eh warten müssen, weil wir eben noch keine Axt dabei haben, um die Bäume wegzuschlagen. Was ja zum Glück dann wieder recht schnell gehen sollte. Und wir bekommen wieder Saplings und Holz. Ich glaube, ich habe es schon öfters als einmal gesagt. Oder 2-mal oder 3-mal oder 4-mal oder 5-mal. Dann haben wir einfach mehr Platz. So, ein bisschen mehr Platz. Genau. Okay. Soweit so gut. Klar, dann wird ja alles zugebaut. Dann haben wir hier eine Ebene. Sieht auch in sich so schon geil aus, aber da fehlt halt noch was. Ich komme nicht ran. Hier wird dann zugebaut. Ich überlege gerade. Let's Eat war das, glaube ich. Wurscht. Oh. Wie viel habe ich noch? Oh Gott. Boah. Puh. Ah! So dumm. Ich tue mal meinem Cobblestone was Gutes und baue hier einfach nochmal eine Schicht hin. Dann können wir auch weitermachen. Oh. Hey, du sollst da hoch. Damit unsere Spitzhacke halt nicht schneller kaputt geht. Hopp. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Im Springen zu arbeiten ist immer blöd. Ja, komm, man muss ja mal nämlich recht nah ran. Ich weiß ja nie, ob man richtig ist. So viel dazu. Na komm schon. Dass hier nicht alles runterfliegt. Na komm. Obwohl ich hätte... Oh, ich bin auch ein Pfosten. Ich hätte auch hier einfach hochgehen können. Naja. Oh, der hätte da bleiben können zum Beispiel. So, dann sorgen wir hier mal dafür, dass wir gleich schneller bauen können. Ja, schon weg alles. Boah, mach. Genau. Da muss das hier natürlich genauso werden wie drüben. Oh, ja. Und diese Reihe sollte wohl besser weg. Klar, erscheint irgendwie logisch. Genauso, dass hier diese Ecke auch aus Stein werden wird. Da war das Verwendete etwas falsch gemacht. Denn hier ist weiterhin noch Stein erstmal. Also vorerst halt. Genauso wie hier drüben. Da muss auch jetzt Stein hin. So, da kommt ja dann später generell sowieso Stein runter.
Da werden wir auf jeden Fall also etwas abbauen müssen. Ich werde mir so einen Abbauplatz für Cobblestone machen. Und ja, da hatte ich ja schon gesagt, dass ich mir dann Themen bereitlege und so weiter und so fort. Das sollte schon funktionieren. So, und jetzt von hier aus. Zack, 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 zack. Up. Woo! Yeah! Woo! Ah, okay. Ach, 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 ach. Na. Na, egal. Eins, zwei. Müsste stimmen. Hä? Steht doch drauf. Achso. Okay. Dann sollten wir es haben, oder? Genau, und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfekt. Okay. Okay, ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt schon mal, wie ich diesen Graben machen werde. Das bedeutet nämlich folgendermaßen. Wir machen das so. Hier kommt halt permanent hier. Hier kommt erstmal nur Cobblestone hin. Ey, was soll denn das hier? Genau. So, hier kommt Cobblestone hin, erstmal komplett. So, und hier kommt dann Kies drauf. Oder, ne, da mache ich dann auch Cobblestone hin. Und hier kommt dann auch Cobblestone drauf. Sozusagen eine starre Brücke. Und hier kommt dann überall wieder einer drauf, bis auf eine bestimmte Stelle. Und zwar die hier. Dann wird das alles nämlich einfach so weggemacht. Wir haben hier dann schon ein Becken. Hier läuft es runter, das heißt, hier kann aber auch nichts hochschwimmen so richtig. Somit sind wir dann da komplett frei von dem Ganzen. Das heißt, das hier wird an sich zwei tief. So, und dann haben wir es auch schon erreicht, ne? So weit, so gut. Das wäre dann schon mal erfüllt. So, dann haben wir schon mal da die Idee bekommen. Hier sieht soweit noch alles ganz gut aus. Naja, wir können es auch eigentlich so machen, dass es würde eigentlich reichen, wenn man eben sagt, hier, das ist so. Da würde ich sagen, dass man hier halt so drüber baut. Hier wird auf jeden Fall das Ganze geschlossen. Machen wir auch ruhig eine Zweierdicke. Ist egal. Das können wir uns, denke ich mal, nicht leisten. Genau. Und ich habe echt zu wenig Cobblestone. Das gibt's nicht. Shit. Ich habe... Alter Schwede, ich habe eindeutig zu wenig Cobblestone. Nein. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Ich weiß nicht, wie man dieses eine Rezept macht für das, was ich machen will. Nein. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Okay, Strip Mining ist also gesagt, wir brauchen ein Level für eine richtig geile Spitzhacke und da unten sammeln wir ja auch was. Und bevor ich jetzt irgendwo runtergehe und bevor ich da irgendwas mache, ja, gibt es jetzt erstmal was anderes. Jetzt gibt es erstmal wegbringen. Ja, von und mit mir. Weggebracht. Schön. Ich weiß nämlich nicht, wie die gehen. Gehen die so? Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob die reichen. Wir probieren es jetzt einfach mal so aus. Muss reichen. Anders geht's nicht. Mehr Cobblestone haben wir nicht zur Verfügung. Das war also jetzt unser letzter Cobblestone. Und jetzt heißt es... Stopp. Ich habe nämlich gerade eine Komponente vergessen der ganzen Geschichte hier. Das haben wir hier nicht drin. Doch, den haben wir hier drin. Den brauchen wir. Dann hole ich mir noch mal ein bisschen Holz.